помощи трудовым мигрантам. Also unsere Organisation hat auch ein Projekt Hilfe für Arbeitsmigranten. С чем нам главным образом к нам обращаются? Mit welchen Problemen wenden sich Migranten an uns? Невыплата зарплаты. Zum Beispiel ein Problem ist, sie bekommen die Löhne nicht ausbezahlt. Потому что нет договора. Weil es keinen Arbeitsvertrag gibt. Потому что абсолютное большинство трудовых мигрантов работают без договора. Weil nämlich die absolute Mehrheit der Arbeitsmigranten arbeitet ohne Arbeitsvertrag. Кого наказывают при этом, если это обнаруживается? Und wenn aber das herauskommt, wer wird bestraft? Того, кто больше всего заинтересован в том, чтобы иметь договор. То есть трудового мигранта, а не работодателя. In solchen Fällen wird der Migrant bestraft, nicht der Arbeitgeber. Если мы при этом возвращаем хотя бы половину невыплаченной зарплаты, мы уже считаем это успехом, потому что делается это только путем переговоров. Und wenn wir es also in solchen Fällen, in denen sich die Arbeitsmigranten an uns wenden, weil man ihnen keinen Lohn bezahlt hat, dann ist es für uns schon Erfolg, wenn wir es erreichen, dass der zumindest die Hälfte vom zugesagten Lohn bekommt, weil es ist immer eine Verhandlungssache, der hat ja keine Rechte, immer eine Verhandlungssache. Что делает юрист или сотрудник комитета, не юрист? Das heißt, dazu haben wir in unserer Organisation Juristen oder Mitarbeiter, die diese Verhandlungen führen. Die rufen dann eben beim Arbeitgeber an. И начинает ему говорить, ай-яй-яй, как тебе не стыдно. Он фанг ему сказал, ай-яй-яй, а потом шемс дич айч гар нич. А потом мы говорим, знаете, вообще-то мы подадим в суд. Und dann als nächstes sagen wir, aber überhaupt, wir gehen jetzt vor Gericht. Потому что у нас есть фотографии с места работы. Weil wir haben also ein Foto von deiner Arbeitsstelle. И он, кроме того, вел журнал. Und unser Schützling hat also auch noch vieles protokolliert. Ну, в общем, часто удается уговорить. Also oftmals gelingt es uns dann, derartige Arbeitgeber zu überzeugen. И если работодатель отдает эту половину зарплаты, то работник никогда не согласится судиться. Und wenn aber ein Arbeitgeber bereit ist, nur die Hälfte des zugesagten Lohns zu bezahlen, dann sind die Arbeiter eigentlich nie, haben die nie noch Lust, nochmal vor Gericht zu gehen. Обсуждается на правительственной комиссии по миграционной политике закон о том, как можно людей брать на работу. Ich bin ja jetzt auch noch Mitglied einer Regierungskommission zur Migrationspolitik. Und da wurde zum Beispiel einmal bei einer Sitzung diskutiert, wie das geregelt werden kann, die Arbeitsaufnahme von Migranten. Предлагает, между прочим, Федеральная миграционная служба. Очень хороший закон о патентах, который дает возможность достаточно легко получить патент, хотя бы нашему бывшему советскому гражданину, если не всем, то хотя бы вот тем, кто к нам так близок, кто приезжает без визы. Also und bei uns ist nun so eine Regelung, die heißt Patentregelung. Also Patent ist die Bezeichnung von einer Arbeitserlaubnis, dass man gewissermaßen selbstständig arbeiten kann. Also Migranten aus anderen Republiken der früheren Sowjetunion können mit einem sogenannten Patent arbeiten. И по этому патенту можно работать, и на патенты нет квоты, то есть нет ограничений. То есть нет, торговать им нельзя, потому что его всегда можно получить. Und dieses Patent kann jeder bekommen, und da gibt es auch keine Quoten. Вот. И законодатель, инициатор этого закона, там еще пишет, что при этом заключается договор. Und also als dieses Gesetz zu diesen Patenten gemacht worden ist, hat man dann auch noch in den Gesetzentwurf reingeschrieben, dass ein Arbeitsvertrag notwendig ist, wenn jemand eine Arbeit aufnimmt mit einem derartigen Patent. Ну вот здесь кто-нибудь представляет себе, что человек приходил на работу, ему говорили, знаешь, мы тебе будем столько-то платить, иди вот к станку, и все, да, или на стройку. Без всякого договора, без всякой бумаги. Я думаю, что в нормальном обществе это вообще должно быть исключено. Können Sie sich vorstellen, sag mal, dass Sie eine Arbeit aufnehmen bei einer Fabrik oder auf dem Bau und Sie da einfach dorthin gehen und dann bei Ihnen sagt, gehen Sie da und dahin und fangen Sie mit der Arbeit an, so ohne Arbeitsvertrag zum Beispiel. Das ist eigentlich etwas, was eigentlich es nicht geben darf, arbeiten ohne Arbeitsvertrag. Председатель правительственной комиссии обращается к докладчику и говорит, а договор еще зачем? Und jedenfalls, wir haben also dann praktisch in dieser Regierungskommission diskutiert, dass eben dann Arbeitsverträge erforderlich sind bei all denen, die ein sogenanntes Patent bekommen. Und dann sagt der Vorsitzende von der Kommission, das Gesetz ist gut, aber wieso muss da eigentlich die Regelung mit dem Arbeitsvertrag noch rein? Докладчик в недоумении. Und dann der Mann, der das vorgeschlagen hat mit dem Arbeitsvertrag, der versteht diese Frage nicht. Я отвечаю, чтобы защитить работника.
Und deswegen habe ich gesagt, Arbeitsverträge, Herr Vorsitzender, sind doch erforderlich, um die Rechte des Arbeiters zu schützen. Председатель оборонительной комиссии говорит, от кого? Aber zu schützen, vor wem, hat dann als Gegenfrage gesagt. Я отвечаю, от недобросовестного работодателя. Ich habe geantwortet, als Schutz vor gewissenlosen Arbeitgebern. Ответ, ерунда, это меня вообще не интересует. Antwort war, ach, das ist doch unwichtig, sowas interessiert mich doch nicht. И совершенно ясно, почему. Klar, das nicht interessiert. Это богатый человек, у которого самому работают люди без договора, которых он обирает. Weil der Mann, der das gesagt hat, ist ein reicher Mann und ist auch deswegen so reich, weil bei ihm genügend Leute arbeiten, die einfach ohne Arbeitsvertrag arbeiten. Не платятся налоги, никаких отчислений, никаких обязательств потом по пенсии, по... Der hat überhaupt keine Verpflichtungen, der muss keine Renten bezahlen, der muss nichts bezahlen, sagen wir mal Unfallversicherung bezahlen, der hat eben stressfrei mit Arbeitern, die ohne Arbeitsvertrag bei ihm arbeiten. Minister труда. Oder Arbeitsminister. Говорит, я этот закон не согласую. Hat gesagt, diesem Gesetzesvorhaben werde ich so, dem werde ich nicht zustimmen. Почему? Warum? Что ж вы хотите, чтобы каждый, кто захотел, мог поступить на работу? Каждый мог получить этот патент? Wollen Sie denn, dass dann jeder dann gleich auch so einen Vertrag bekommt? Да у меня министерство разбежится. Dann werden ja alle Mitarbeiter, wenn ich ja alle im Ministerium verlieren. Вот я вижу двух очень высокого ранга людей. Один из них крышует бизнес, а другой бюрократов, чиновников, которые берут взятки. Und das sehe ich also praktisch, was sind diese beiden Leute, die gegen dieses Gesetz waren? Ja, das sind eine ist eben jemand, der also Business unter sich hatte und ein anderer, der von Bestechungsgeldern lebt. Я подошла к нему, потом спрошу, скажите, но все-таки почему вы не хотите согласовывать этот закон? Не согласую никогда. Und ich habe ihn gefragt hinterher, wieso wollen Sie denn dieses Gesetz nicht? Nee, sagte, ich will das Gesetz nicht. Ну, поскольку первый сильнее в этой иерархии, закон приняли, слава Богу. Trotzdem, das Gesetz ist angenommen. И это, конечно, вывело из тени очень многих работников. И там, где работодатель хочет дать работу, он может это сделать, честно платить налоги и честно пользоваться трудом этого работника. И получать прибыль, конечно, при этом. Und das Gesetz hat es dann aber auch ermöglicht, dass viele jetzt wieder aus dem Dunkel der Illegalität herausgekommen sind und viele jetzt offen arbeiten können, auch mit Arbeitsvertrag. Gut, но если с работником что-то случится, лечить его не будут. Trotzdem, wenn irgendwas passieren sollte bei der Arbeit, ein Unfall oder so, die Arbeitgeber werden nicht aufkommen für seine medizinischen Kosten. Потому что требование, чтобы работодатели оформляли еще и полис медицинский, не вошло в закон. Weil Forderung, dass Arbeitgeber auch die medizinische Versicherung bezahlen, ist leider Gottes nicht im Gesetz aufgenommen worden. И при каждой такой истории нам приходится либо огромные деньги искать, чтобы помочь человеку. Und wenn also jemandem was passiert bei der Arbeit, dann muss immer sehr viel Geld gesammelt werden, um dem dann zu helfen. Либо удовлетворившись минимальной помощью, которую ему оказывается, помочь ему уехать домой. Oder ihm zumindest helfen, dass er wieder in sein Heimatland zurückfährt. Конечно, такая ситуация не вдохновляет работодателей следить за техникой безопасности. Und das ist natürlich eine Situation, die Arbeitgeber nicht dazu stimuliert, die Sicherheitsmaßnahmen im Betrieb zu erhöhen. Ну, да, фактически ответил на оба вопроса. Ich denke, auf die beiden Fragen habe ich geantwortet. Я только еще хочу сказать, что вот это вот распадение всех государственных институтов. Einfach so. Was mir nochmal wichtig ist zu betonen, dass so diese ganzen staatlichen Einrichtungen, die hier haben, so diese, die zerfallen. Оно же фактически опасно не только для нас, так сказать, как принято говорить, я правда не очень понимаю, что такое, простых людей. Und diese Zerfallserscheinungen, die sind nicht nur für uns gefährlich, für uns dort lebende einfache Menschen gefährlich. Но почему у них не работает чувство самосохранения? Ich frage mich nur, warum auch die, die irgendwie bei uns was zu sagen haben, warum die nicht mal mehr einen Selbsterhaltungstrieb haben. Что они не понимают, что они ведут страну к краху, потому что современная страна не может существовать без нормальной законодательной власти, без судебной системы, без культурно построенного бизнеса и так далее. Warum führen wir nun das Land in den Bankrott? Weil kein normales Land kann eigentlich langfristig leben ohne funktionierendes Rechtssystem, ohne funktionierende wirtschaftliche
rechtlichen Vorschriften, wieso führen die das Land in, ja, an den Abgrund? Без выполнения социальной функции государства. Wo ein Land, in dem der Staat auch nicht seine soziale Funktion wahrnimmt. И так далее. Weil, und etc. Вот ситуация, к сожалению, такая. So ist leider die Situation.